Aufrufen. Das ist der Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 27. April diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: Nordrhein-Westfälische Unternehmen vor Wirtschaftsspionage schützen, trägt die Drucksachennummer 8531. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion der Piraten Herrn Dr. Paul das Wort. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Das ist jetzt wirklich nicht einfach. Aber seit Donnerstag letzter Woche steht ein skandalöser Verdacht im Raum. Nach Informationen des Spiegel hat der Bundesnachrichtendienst in tausenden Fällen Kommunikationsdaten von deutschen Unternehmen und Politikern gesammelt und an den amerikanischen Nachrichtendienst NSA weitergegeben. Das Bundeskanzleramt war nachweislich seit dem Jahr 2008 informiert. Wir Piraten haben in der Begründung zur heutigen Aktuellen Stunde diesen Vorgang als Amtshilfe des BND an die NSA bezeichnet. Im Grunde ist das ein Euphemismus. Denn wenn die Informationen stimmen, und das hat bisher keine Seite angezweifelt, handelt es sich hierbei um Landesverrat. Um einen Landesverrat auf Bundesebene, der höchstwahrscheinlich auch das Hightech-Land Nordrhein-Westfalen betrifft. Wir Piraten warnen seit Jahren vor den technischen Möglichkeiten und dem Willen der Nachrichtendienste im In- und Ausland, massenhaft Kommunikationsdaten abzugreifen und für ihre Inhalte zu nutzen. Nicht erst seit Edward Snowden steht dabei auch der Verdacht auf Wirtschaftsspionage im Raum. Doch spätestens mit den neuesten Enthüllungen wird klar, die NSA-Affäre ist zur Bundeskanzleramtsaffäre geworden. Und die zuständigen Politiker tragen die politische Verantwortung. Als wir Piraten das letzte Mal dieses Thema in den Landtag brachten, wurde uns vom Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Landesinnenministerium mitgeteilt, dass kein Grund zur Besorgnis vorhanden sei. In seiner Stellungnahme ließ er das Parlament wissen, es lägen keine Erkenntnisse vor, dass sogenannte befreundete Dienste Wirtschaftsspionage in Nordrhein-Westfalen betreiben. Und weiter hieß es beschwichtigend: Auch dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz liegen nach eigener Aussage keinerlei Erkenntnisse vor, die die These einer Wirtschaftsspionage aus dem Westen stützen. Also alles nur grundloses Gerede, Verschwörungstheorie oder hanebüchene Spekulation. Nun stellt sich heraus, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vielleicht nur mal seinen Kollegen vom Bundesnachrichtendienst oder das zuständige Bundeskanzleramt hätte fragen sollen, das seit 2008 vollumfänglich im Bilde war, und zwar im Bilde darüber, wie die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland von sogenannten befreundeten Diensten ausspioniert werden. Das allein ist schon unglaublich genug. Unfassbar aber ist, dass dies noch unter aktiver Mithilfe des vom deutschen Steuerzahler mit Millionen finanzierten BND geschieht. Da fehlen einem schlicht die Worte. Der Super-GAU in der deutschen Innenpolitik ist also da. Seit 2013, als Edward Snowden mit seinen mutigen Enthüllungen an die Öffentlichkeit trat, hat es nicht lange gedauert bis zur Kernschmelze jeglichen Vertrauens in die staatliche Integrität. Seitdem galt auf allen Ebenen der deutschen Politik in dieser Thematik nur eine einzige Handlungsanweisung. Ob im Bund oder hier im Land, weggucken, vertuschen, leugnen. Und wenn es gar nicht mehr anders geht und die Last der Beweise erdrückend wird, alles kleinreden und für komplett erledigt erklären. Damit muss jetzt ein für alle Mal Schluss sein. Selbst der Hilferuf der Geschädigten gab unserer Landesregierung keinen Anlass zum Umdenken. So erklärte die Arbeitsgemeinschaft Produkt- und Know-how-Schutz bei der Anhörung Wirtschaftsspionage, die von uns Piraten im Februar 2014 hier im Plenarsaal verlangt wurde, ich zitiere: Die Hilfe der Politik, auch in NRW, ist verschwindend gering. Es gibt für Behörden und Politik einiges zu tun. Die Piraten haben bereits im Jahr 2013 Aufklärung gefordert, als wir das Thema Wirtschaftsspionage hier einbrachten.
Als ein Jahr später bekannt wurde, dass am Internetknotenpunkt DE-ZIX in Frankfurt, übrigens betrieben von einem Kölner Unternehmen, ein millionenfacher Abgriff von Daten betrieben wurde, Stichwort Iconal, haben wir wieder Aufklärung gefordert. Und auch heute fordern wir eine vollumfängliche Aufklärung der BND-Affäre. Doch damit allein kann es diesmal nicht getan sein. Die Salamitaktik des Bundesnachrichtendienstes hat es selbst verursacht. Kein Mensch glaubt mehr daran, dass sich der Nachrichtendienst freiwillig einer ehrlichen Aufklärung und den daraus folgenden Konsequenzen unterzieht. Und wer trägt dafür die Verantwortung? Ist es Frank-Walter Steinmeier, der den Bundesnachrichtendienst bis ins Jahr 2005 beaufsichtigte? Ist es sein Nachfolger Thomas de Maizière oder etwa Ronald Pofalla, der zudem im August 2013 und wider besseren Wissens die Unverfrorenheit besaß, die NSA-Affäre für beendet zu erklären? Oder ist es der derzeitige Amtschef Peter Altmaier? Fest steht, es gibt ein eklatantes Staatsversagen der Sicherheitsbehörden. Das Bundeskanzleramt hat bei der Aufsicht des Bundesnachrichtendienstes versagt. Und zwar sowohl unter christdemokratischer als auch unter sozialdemokratischer Führung. Deswegen erneuern wir Piraten unsere Forderung. Das Eigenleben der deutschen Nachrichtendienste schändet unsere Demokratie. Und die Nachrichtendienste müssen wieder Teil des Rechtsstaates werden. Sie gehören an die parlamentarische Kette. Was muss also getan werden, um die Bürger und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vor staatlichen Nachrichtendiensten zu schützen? Erstens muss der Skandal vollumfänglich aufgeklärt werden, insbesondere auch im Hinblick auf betroffene Bürger und Unternehmen hier im Land. Zweitens muss endlich Schluss sein mit der Vertuschung und Verharmlosung des Spionageskandals. Das gilt sowohl im Bund als auch hier in NRW. Und Sie, Herr Minister Jäger, und der Ihnen unterstellte Verfassungsschutz, der einen gesetzlichen Auftrag zur Spionageabwehr hat, müssen Ihre Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts Linie endgültig aufgeben. Und drittens scheinen die Bundesbehörden nicht willens oder in der Lage zu sein, dem Eigenleben des Dienstes Herr zu werden. Die Landesregierung und der Landtag müssen daher aus ureigenem Interesse die Bundesregierung auffordern, die Kontrolle über den BND zurückzuerlangen. Und viertens erstatten wir, die Mitglieder unserer Fraktion, der Bundesvorsitzende der Piratenpartei und der Landesvorsitzende der Piratenpartei, beim Generalbundesanwalt Strafanzeige bezüglich § 99 Strafgesetzbuch gegen die Führungsebene des BND und gegen die aufsichtsführenden Politiker im Bundeskanzleramt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr